Hallo, mein Name ist Helmut, ich komme aus Tirol und ich zeige in diesem kurzen Video, wie man den Highland Boat Song aus Schottland auf der Akustikgitarre als Solostück spielen kann. CAPO habe ich am vierten Bund. Dieses Zeichen bedeutet, dass ich zeige es an diesem Beispiel, dass ich die Saiten leicht hintereinander anspiele. Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, damit es voller klingt. Ich habe hier aufgeschrieben, freely, es ist sehr, sehr frei. Man kann das Tempo variieren, man kann den Rhythmus ändern, man kann es langsamer spielen, man kann es schneller spielen, also je nach Belieben. Ich habe hier eine Variante aufgeschrieben. Ich beginne mit den ersten zwei Akkorden bis hierher. Basis ist der A-Moll-Akkord. Zeigefinger der linken Hand. Ich fahre über die fünf Saiten ganz leicht drüber mit dem Daumen und mit dem Zeigefinger. Ich spiele es bis hierher vom Anfang an. 3, 4. Seiten. Wenn ich das gespielt habe, bleibe ich mit dem Zeigefinger und jetzt kommen künstliche Flageolettöne am 17. Bund. Ich muss also von 5 weg 12 dazuzählen. Ich bin am 17. und zwar am 17. Bund vom Kapodast ausgerechnet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Das ist genau dieser Teil hier. Also ich bleibe liegen mit dem Zeigefinger und dann lege ich den Zeigefinger der rechten Hand auf das Bundstäbchen und mit dem Daumen spiele ich die entsprechende Seite. Ich spiele es vom Anfang an bis zu dieser Stelle her. 3, 4. Noch einmal. 3, 4. Dann kommt ein E-Moll mit dem Dreier. Kleiner Fingerspiel des Dreier. Ich kann nur den Dreier spielen. Ich kann diese vier Saiten spielen. Ich kann den kompletten Griff spielen, je nach Belieben. Und dann geht es wieder an den A-Moll-Teil. Erster Schluss, E-Moll. F. Und E-Moll. Ich spiele jetzt den kompletten ersten Teil mit dem ersten Schluss. Ich beginne vom Anfang an und höre hier auf. 3, 4. 3, 4. Zur Wiederholung und dann zweiter Schluss. Ich spiele den zweiten Schluss alleine. 3, 4, E-Moll, F und A-Moll. 0, 2, 2. Ich spiele es vom Anfang an bis zu dieser Stelle, bevor der zweite Teil kommt. 3, 4. Thank you.
Schluss. Wiederholung. Zweiter Schluss. Jetzt kommt der zweite Teil, A-Moll, fünften Bund. Und E-Moll, wieder mit deinem kleinen Finger, am dritten Bund. Wiederholung. Das Flageolettöne am zwölften Bund, die rechnet vom CAPO aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ist bei mir diese Stelle. Man kann den Teil mit dem Zeigefinger spielen. Oder man kann hinaufklopfen. Ich spiele es von hier bis zu dieser Stelle. 3, 4. Jetzt kann ich es entweder wiederholen oder wenn ich beenden will, dann spiele ich den grünen Teil, also vom Anfang an. Und spiele den zweiten Schluss dann. Ich spiele es jetzt komplett durch in langsamem Tempo. Und das langsame Tempo entspricht ja nicht von dem Originaltempo. Also ich spiele es von Anfang an bis zum Ende. Einige können ja wahrscheinlich schon mitspielen. 3, 4. Ich wünsche jetzt viel Spaß beim Üben und bis zum nächsten Mal.